Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man die Nieren vom BMW austauschen kann. Ich hatte ja schon ein Video gemacht, wie man die Spiegelkappen austauscht. Und da wurde ich mehrmals gefragt, warum ich denn keins habe, wie man die Nieren beim BMW austauscht. Ist ja eine sehr beliebte Umbaumaßnahme und deshalb will ich es euch heute in diesem Video zeigen. Wir fangen an, indem wir die Gummileiste hier wegmachen, weil wir an die... Schrauben der Stoßstange hier vorne müssen. Das sind Torx-Schrauben, die wir jetzt lockern müssen. Wir brauchen dafür einen 30er Torx-Aufsatz. Wenn wir die Schrauben gelöst haben, können wir die Stoßstange hier ein Stück nach vorne ziehen. Es geht nicht viel, aber es geht so weit, dass man mit seiner Hand hier hinter kommt und die Niere dann ausklipsen könnt. Man muss bei der Niere einfach unter diese Plastikteile mit den Fingern drunter. Ich denke, man kann es auf dem Bild, was ich da einblende, jetzt auch gut erkennen. Also der Trick ist, dass man, ich zeige es gleich, wenn es ausgebaut ist, wo man drauf drücken muss. So, wenn wir die oberen gelöst haben, wie gesagt, von oben reingreifen, dann kommen jetzt die beiden inneren und dann müsst ihr einfach mit der Hand einmal links reingreifen und dann fühlt ihr schon dieses Plastikteil, das dann einfach reindrücken. Dann löst die sich und das gleiche ist auf der anderen Seite. Jetzt müssen wir noch die unteren lösen. Und da ist auch der Trick, wir kommen mit dem Finger da rein und können den dann auch unten aushaken. Und da ist der Übeltäter. Gucken wir uns jetzt nochmal die untere Seite an. Also ihr seht hier die Klipse, das sind die unten. Das Prinzip ist halt, dass man hier mit dem Finger drauf drücken muss, um es zu entriegeln. Man kommt natürlich sehr bescheiden dran, aber so ist das halt. Hier ist das Teil an der Seite, gleiches Prinzip. Und die unten hat auch gleiches Prinzip. Ja. Und dann könnt ihr die Niere, ich baue jetzt meine Originale wieder ein, aber ihr könnt dann halt eure Wechselniere, also wenn ihr zum Beispiel vom Chrom auf Glanzschwarz oder auf Carbon oder was auch immer umbauen wolltet oder umgebaut habt, könnt ihr die jetzt einfach reinklipsen, die Schrauben der Stoßstange wieder festmachen und die Gummileiste wieder festmachen, also in umgekehrter Reihenfolge einfach wieder einbauen. Das kriegt ihr, glaube ich, hin, ohne dass man es im Video zeigt. Ja Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch geholfen und ihr fühlt euch jetzt sicherer, den Umbau der Nieren vorzunehmen. Da gibt es ja einen unendlichen Zubehörmarkt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Kommentiert auch gerne unten in den Videokommentaren, ob es euch geholfen hat, falls ihr andere Umbauwege habt, falls ihr da wirklich noch eine andere schlaue Lösung gefunden habt. Würde mich sehr freuen, da von euch zu hören. Und dann wünsche ich euch wie immer noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald auf diesem Kanal.